Hund trainieren. Euer Hund wird besser darin, versteckte Gegenstände aufzuführen. Aufzuspüren, Entschuldigung. Nun nehmen wir hier den Schmuck. Wir haben Ware, die euch gefallen könnte. Viel Spaß! Und dann bringen wir den mal dem Fräulein. Wo geht's lang? Ist die etwa irgendwo unterwegs? Gut, ich dachte zwar, der andere Weg wäre kürzer gewesen, aber was soll's, haben wir halt den kleinen Umweg in Kauf genommen. Dann geben wir Veronika mal den Schmuck. Oh, sieh mal an. Oh, wie wunderschön. Danke, das gefällt mir. Können wir da noch mehr machen? Interaktion. Ihr seid der Beste. Nochmal das Klatschspiel. Oh. Ja. Ja. Zack, 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 zack. Oh. Ja. Na, dann zeigt mir doch was. Dann plaudern wir doch nochmal. Nicht so wie der langweilige William. Ihr seid furchtbar reizvoll, wisst ihr das? Ihr schafft es, dass man sich gut und gleichzeitig verdorben fühlt. Und da können wir gleich nochmal tanzen. Ja. Tja. Bereit? Ja. Ihr seid sehr gut. Dann können wir die auch nochmal kitzeln. Verliebt ist sie nun schon mal in uns. Was ist mit euch? Ich könnte ja... Zumindest umarmen können wir sie. Für das andere fehlen uns noch die Ausdrucksmittel. Mit euch war toll und es war aufregend, mit euch zu flirten im Haus meines Mannes. Ist euch nicht langweilig? Machen wir einen Ausflug. Wie wäre es mit der Brightwall-Brücke? Och ja, das können wir machen. Nehmen wir mal ihre Hand. Ihr seid etwas anhänglich, was? Na gut, wenn es sein muss. Ja, aber das ist ja nur vorübergehend. Okay, hier lang. Hier den Berg runter. Und dann müssten die sich auch bald scheiden lassen. Hoffentlich sehe ich später auch noch. Wir sind teuer, aber gut. Ihr habt die besten. Okay, und hier ist die Was Brücke. Was für starke Hände ihr habt, Schatz. Ja, die sind ja auch trainiert vom vielen Schwertführen. Diese Aussicht und ihr ruiniert sie nicht mit Gerede. Ihr steht nur da und seht gut aus. Mhm. Dann müssen wir jetzt eigentlich eine Heldenpose machen, zum gut aussehen. Wow, ihr müsst wohl einiges an Erfahrung haben. Oder ihr habt erstaunliche Instinkte. Ja, das sind alles nur Instinkte. Ich muss sagen, ich war so lange mit William zusammen, dass ich vergessen habe, wie furchtbar aufregend das alles sein kann. Ich will mehr. Was meint ihr? Wollen wir es wagen? Ich verlasse William und wir können zusammen sein. Wenn wir heiraten wollen, müsst ihr natürlich einen Ring für mich besorgen. Ich bin sehr traditionsbewusst. Ah, nun muss ich auch noch einen Ehering kaufen. Aber danach können wir sie ja sitzen lassen. Wir haben ja selber nicht so viel. Na, wo gibt's den? Vielleicht können wir auch gleich zwei kaufen. Wobei wir dann vermutlich noch eine Hütte brauchen. Eine, in der wir dann auch leben, beziehungsweise unsere Frau dann, also wahrscheinlich Sarah.
Wahrscheinlich sind hier oben bei dem Schmuck die Ringe. Der Ladenbesitzer ist berühmt. Was sucht ihr? Haben wir den Laden nicht? Deswegen ist er dann so teuer. Gibt es bei mir. Die Stadtmauer hat uns ja hundertelang Schutz geboten. Okay, Ring haben wir. Meine Kunden sind gut zu mir, deshalb bin ich gut zu ihnen. Gut, ab hier runter und dann müssten wir sie ja irgendwo treffen. Also hier lang. Da gab es im zweiten auch so ein Quest, wo man dann der eine das Herz brechen musste. Ich habe das denn da lieber so gemacht, dass ich ja auch das gemacht habe, beziehungsweise beim anderen Mal. Also im zweiten Durchgang habe ich da die geheiratet, aber dann werden wir ja sehen, ob ich euch widerstehen kann. Wir spielen ja eh böse. Zumindest soll es in die Richtung gehen. Heiratet ihr mich? Ja, ja. Okay, Antrag haben wir ihr gemacht. Oh, jetzt fehlt nur noch die Scheidung von William. Oh, hätte ich euch doch schon vor 5 Jahren getroffen. Das hätte mir viel Langeweile erspart. Kehrt zu William zurück. Vielleicht kommt er wenigstens für die Unkosten auf. Also, wir Kette und Ring. Wonach ihr sucht. Vielen Dank. Die Geschichten überholen. Okay, hier hoch. Dann einmal hier rum. Und wahrscheinlich ist er drin. Ja, und nun? Ich habe Neuigkeiten, William. Sie werden euch nicht gefallen und glaubt mir, das bricht mir das Herz. Ehrlich. Ich habe begriffen, dass wir nicht zueinander passen. Besser gesagt, ihr passt nicht zu mir. Also, hier sind die Scheidungspapiere. Ihr seid jetzt wohl ein Ex-Ehemann. Veronica, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer danke. Danke, dass ihr genau so seid, wie ich dachte. Was? Ihr habt das alles geplant? Ja. Tut mir leid. Ich reiche das gleich morgen früh auf dem Amt ein. Und dann ist unsere Ehe offiziell Geschichte. Danke nochmal. Mein geschäftstüchtiger Liebster, was seid ihr verschlagen? Ihr sprecht mit einem Mann ab, die Ehe zu zerstören und seine Frau mittellos zurückzulassen? Ziemlich hinterhältig, finde ich. Och, so ein wenig. Ich frage mich, zu wie viel Abscheulichkeit seid ihr noch bereit? Denn sehen wir die Sache mal logisch. Wenn er nie bei diesem Amt ankommt, wird die Scheidung nie vollzogen. Und statt einer heißblütigen Geschiedenen hättet ihr dann eine äußerst wohlhabende Witwe zur Frau. Was? Meint ihr etwa, ihr tötet mich? Also, eigentlich tötet er euch. Tut mir leid, William, aber es geht um viel Geld. Ihr habt mir keine große Wahl gelassen. Hört nicht auf sie. Ihr könnt einfach gehen. Dann seid ihr raus aus der Sache. Töten wir ihn jetzt? Oder verlassen wir das Haus? Wenn wir das Haus verlassen, haben wir ihr nur das Herz gebrochen. Und ansonsten haben wir eine Alte an der Backe. Ihr würdet einfach davon gehen. So sehe ich das aber absolut nicht. Ja, komm, gehen wir raus. Nein, geht nicht. Und tschüss. Ihr habt William vor etwas Schlimmerem als der Ehe bewahrt. 20 Gildensiegel erhalten. Dafür hat sich das ja schon gelohnt. Oh, mein Häschen. Ihr wollt euch doch nicht wirklich von mir scheiden lassen, oder? Ihr seid unglaublich.
Gerade wolltet ihr mich noch töten lassen. Und jetzt versucht ihr wieder, mich rumzukriegen. Ich war verwirrt. Diese furchtbare Affäre hat mich daran erinnert, wie sehr ich euch liebe. Zerreißen wir einfach diese Papiere und fangen von vorne an. Und vielleicht sollten wir dabei auch gleich unsere Kleider zerreißen. Oh, na gut. Nein, Moment. Darauf falle ich nicht rein. Es ist vorbei. Los, raus hier! Oh, na gut, alles klar. Ihr enttäuscht mich, William. Ich wollte, dass es funktioniert, aber ihr sperrt euch dagegen. Ich gehe und ich nehme meinen Schmuck mit. Schön, angenehme Reise. Okay, da haben wir wieder eine gute Tat verbracht. Dann gucke ich mal, ob wir hier noch was kaufen können. Kostet 3000. Kaufen und vermieten. Dann reparieren wir das einmal. Für 600. Und passen dann die Miete an auf hoch. Und dann gehen wir weiter. So langsam kommt das Geld auch rein. Die besten Kleider im ganzen Land. Und dann gucken wir mal, ob wir hier den Zwergenfreund finden können. Wahrscheinlich sagt er jetzt so nach Motto hier, alle abgehauen, wir sucht mal bitte. Ihr müsst nicht reich sein, um hier einzukaufen, aber es hilft. Okay, das haben wir noch nicht. Und auch derzeit noch nicht das Geld dazu. Sollte aber nicht mehr so lange dauern. Haben wir dir schon was gegeben? Ich muss ja, komm, euch Interaktion. Habt ihr schon von kriegt sie noch ein bisschen was? Gehört? Ich hole all mein Gold. Schade, hat kein Gildensiegel gebracht. Vielleicht sollte ich das nächste Mal nachgucken, ob wir schon mit denen interagiert haben. Ihr seid es, bin ich froh. Ihr müsst mir helfen. Meine Zwerge. Meine wundervollen Zwerge. Mit ihren kleinen Hüten. Ich muss sie zurückbekommen. Ich muss, versteht ihr das? Ich muss! Ja, dann helfen wir ihm doch mal dabei. Oh, danke. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Alle meine liebsten Zwerge haben mich im Stich gelassen. Außer einem. Er ist im Haus. Er heißt Lionel. Er war schon immer leicht angeschlagen. Ich wollte ihn flicken, aber das war keine gute Idee. Bitte, bringt ihn zur Vernunft. Keine Sorge, ihr werdet ihn ohne Mühe finden. Folgt einfach der Stimme. Okay, findet den Zwerg. Dafür geht es hier hoch. Und hier rein. Ich hab keine Angst vor euch und eurer Knarre. Verzieht euch! Na, wo ist er? Ach, da oben ist er. Nein, wir müssen hier Fernkampf haben. Wahrscheinlich wieder abschießen. Wie erst mit den Gargoyles. Okay, kehrt zu Bäumen zurück. Ja klar, sind die auch vom Gargoyle alle besessen. Dementsprechend verwundert das nicht. Was ist passiert? Ich habe eure Waffe gehört. Dann war Lionel plötzlich da. Habt ihr ihn erschossen? Ha, ihr müsst unbedingt auch die anderen finden. Sucht sie, egal wo sie sind. Wenn sie alle wieder da sind, finde ich eine Lösung für das Problem. Eure Mutter! Still! Ihr sollt doch nicht über sie sprechen. Vielleicht kann der Hersteller helfen. Ich schreibe einen Brief an die Kundendienstabteilung. Und zwar einen bösen Brief. Ihr habt diesen unflätigen Zwerg Lionel zurückgebracht, aber seine spitzhütigen Freunde sind noch immer überall in der Welt verteilt und müssen gefunden werden. Na dann wollen wir mal. Wir haben auch wieder 4000. Damit können wir hier den einen Laden kaufen. Und immer wenn wir dann weitere Zwerge sehen oder hören, dann nehmen wir sie mit. Vielen Dank, das ist unser. Mir, deshalb bin ich gut zu Ihnen. Und
Der jetzt auch. Kaufen wir. Endlich kommt etwas Geld in diese Stadt. Passt nochmal die Preise an. Auf hoch. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Wir können ja noch einmal eine Runde singen. Mal sehen, wie viel es jetzt gibt. Okay, na dann mal los. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 1. Gibt schon mal 50. Also 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 1. 100. 3, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 150. Und sobald wir uns einmal vertun, dann höre ich auf. 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1. Jetzt bringt immer nur über den Multiplikator was. 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 3. Wieso haben wir den nicht bekommen? Na gut, dann lassen wir das. Bisschen was haben wir ja verdient. Hallo Hund. Okay, dann gucke ich mal, was es hier noch gibt. Willkommen im Unterschlupf. Hier in Brightwall haben wir noch 4 Quests. 5 Zwerge sind hier wohl noch. Und ein paar Silberschlüssel. Dann gehen wir erstmal, gehen wir zu Samuel. Erstmal zu Saul. Ja, als Ziel setzen. Nächsten verfügbaren Ort können wir auch reisen. Ich weiß nicht, ob das länger oder kürzer ist. Ich sollte für meine Frau einkaufen. Oh, was war das noch? Hier, die Linie fehlt mal wieder. Ich hätte Abenteuer. Aber er ist ja, glaube ich, bei der Akademie. Dann müsste es also hier hochgehen. Ich glaube, ein wenig links davon war er dargestellt. Also, eigentlich hier. Ihr, werter Herr, der ihr in so einer wirren Epoche lebt. Na dann hier. Irgendwer da? Hier haben wir nur ein Bett. Und im Haus. Luise ist hier nur. Ein einziger Herzschmerz. Ja, sehr ruhig. Kennt ihr gute Na gut, dann helfen wir denen. Das Theaterstück für Lambert und Pinch suchen. Ha! Werdet ihr das legendäre Stück finden? Großartig! Endlich kommen Drama und Komödie zusammen, wie es sein sollte. Okay, und wo ist das? Findet Ransom Locke. Also hier in die Akademie. Und dann ist das hier bei den hohlen Männern da. Kehrt um! Hallo! Ihr habt das Paket von meiner Cousine überbracht, nicht wahr? Ja, haben wir. Hallo! Ihr habt das Paket von meiner Cousine überbracht, nicht wahr? Es hat sich als altes Artefakt herausgestellt. Ein Schlüssel zu einer Geheimtür in dieser Akademie. Ja, den nehmen wir. Wollt ihr? Prima! Dann lasst uns gehen, oder? Ja, nehmen wir den erstmal mit. Und ist das hier drin?